Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2, ja, bei unserem Eurotruck-Simulator. Und zwar habe ich für euch die nächste Mod-Vorstellung. Und zwar den Scania Series 1. Und ihr findet ihn, genau, ganz einfach, bei Scania. Also muss man hier einen Händler raus, genau, wo sind wir denn da? In Lille? Na, mal gucken, ob wir da denn irgendwie Ladung kriegen. So, hier haben wir unseren alten Scania. Genau. So, und hier können wir sogar einiges verändern an diesem Scania. Ihr könnt hier sogar euch aussuchen, welche Variante. Ja, einmal den 110er oder den 140er. Ihr habt auch sogar den 111er. Oder man kann halt hier die etwas längere Kabine. Dann könnt, habt ihr ja gesehen, ne? Hier hinten verändert sich gleich die Achse, die hintere Achse, und zwar ihr könnt ihr nämlich auch verschiedene Achsen auswählen. Und zwar einmal ein bisschen tiefer gelegt. Oder das stinknormale 6x4 Fahrwerk. Oder halt mit Achse. Oder ihr könnt das Ganze sogar als Koffer benutzen. Wenn ihr den entsprechenden Mod für den Anhänger habt, könnt ihr hier mit dem sogar mit Anhänger fahren. So, wir nehmen aber. Was nehmen wir da? Nehmen wir die Doppelachse? Ne, wir nehmen die Sportvariante, wollte ich eigentlich nicht. Wir nehmen den normalen. So. Nehmen den hinten mit normaler Achse. So, dann haben wir hier drei verschiedene Motoren. Und zwar DS11, DS14, V8. Dann sollte sich nämlich genau, dann ändert sich das hier vorne nämlich in 140. Oder den mit 375 PS. Wir nehmen den mal mit 375 PS. Dann haben wir hier drei verschiedene Getriebe. Einmal das 10-Gang-Getriebe, dann 2x12-Gang-Getriebe. Ich habe zwar keine Ahnung, welches besser ist. Ich nehme einfach mal irgendeins. So, dann haben wir hier drei verschiedene Cockpits. Das war bis Green, wo hier Green ist, weiß ich nicht. Denke mal, keine Ahnung. Oder da war bis Red. Warum das Green oder Red heißt, keine Ahnung. Wie gesagt, bei Red habt ihr halt hier das Holzlenkrad. Hier habt ihr dann das normale Plast, also diese Standardlenkrad, altes Scania Lenkrad. Oder ihr nehmt die Standardausführung, ganz normales Scania Lenkrad. So, ich würde sagen, aber wir nehmen uns mal hier das schicke Lenkrad. So, dann kommen wir zu den Auswahlmöglichkeiten mit den Farben. Ihr könnt ja ganz normal weiß, metallic, ne, wozu Benutzer definiert und so. Dann bringt er noch seine eigenen Lackierung mit. Und zwar einmal hier von ASG. Dann hier, ja, dann haben wir hier das Wabels Lackierung oder Firma Vogel. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Firma Vogel. So, und jetzt kommen wir hier zu den ganzen Anbauten. Und zwar können wir hier unten hier schöne Schmutzlappen ran klatschen. Ne? Entweder Scania oder halt ganz normal. Ne? Oder hier diese Stiehold oder wie die heißen. So, und dann kommen wir unten zu der Stoßstange. Und zwar könnt ihr hier selber bestücken. Oder ne? Ihr nehmt hier die hier oder schon vorher fertig mit Scheinwerfer, leuchten die sogar, die leuchten sogar auch. Ja, wie gesagt, hier habt ihr, hier unten könnt ihr dann, ja, ihr könnt euch austoben. Einziger Nachteil an der Stoßstange ist, hier steht zwar Schofer und er hat ja auch ein litauisches Kennzeichen dran, aber dann habt ihr hier nämlich ein Doppelkennzeichen. Genau, das nehmen wir mal wieder. Ne, den wollten wir wegnehmen. Und zwar nehmen wir hier jetzt nochmal Standardlampen. Hängen hier schöne Scania-Schmutzlappen ran. Genau. Oder die Stiehold. Oh, die Stiehold. Nö, wir nehmen die Scania-Lampen. So, dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr hier auch hier ne, diese Lollipops ran haben möchtet. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier den Tritt. Dann könnt ihr hier ändern, zum Beispiel, ob ihr Chrom oder normal. Ich nehme die immer lackiert. Dann könnt ihr hier nochmal Lollipops ranklatschen.
So, wieder hier könnt ihr eure Schilder ran machen, jetzt einmal. Wo ihr wohnt. Und ihr könnt ja auch die Scania-Sachen ran machen, wo auch vom DLC hier, vom. Komm jetzt nicht drauf auf den Namen. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja das Ganze hier von. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Von Mighty Griffin. Das Mighty Griffin-Paket könnt ihr hier benutzen. Da könnt ihr hier anmontieren. Ihr könnt hier hinten sogar die Sachen anmontieren. Wir werden mal das Schildchen hier ranbauen. So, was haben wir denn hier noch? Alles schön. Ja, genau. Hier könnt ihr an den Seiten, ne? Hier könnt ihr verändern. Sieht doch schon mal schöner aus. So, was haben wir hier noch? Ach, den Seitenspiegel für das Fenster hier in der Fahrertür. Ihr könnt das Fenster natürlich auch rausnehmen. Ja, dann wird der Spiegel hier auch wieder entfernt. Aber ich würde mal sagen, wir lassen das. Und hauen dann da den schicken Spiegel ran. So, was haben wir denn hier noch schön? Achso, die Türgriffe. Ja, das Flaggenpaket wird auch unterstützt. Aber ich glaube nicht, dass... mal gucken, ob wir hier nicht... Mich? Nee. Und komischerweise nimmt dann auch nicht... Ah, ihr könnt halt ja diverse Flaggen ran machen. Was er auch nicht nimmt, ist zum Beispiel... Na toll. So. Aber er nimmt auch einige Flaggen nicht von einigen diversen Paketen nicht. Fällt mir nämlich gerade auf. Und zwar fehlt mir hier unten die Piratenflagge von dem Piraten Paint Pack. DLC Pack. Oder, naja, wie auch immer. So, dann könnt ihr hier vorne. Na, könnt euch auch so entweder durchsichtig rot, durchsichtig blau oder na, diverse. Sonnenblenden oder ihr könnt hier halt achso, das ist hinten Schmutzlappen, könnt euch auch so, nehmt da nämlich auch nur ein, zwei Sachen vom Mighty Griffin Paket. Also, wir nehmen den hier. So, was haben wir denn, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Hier oben, genau, am Dach. So, ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal die rote Sonnenblende. Und dann könnt ihr hier oben euch auch austoben. Diverse Halterungen. Hier haben wir dann die Körbe. Dementsprechend der Repaints, ne? Dann könnt ihr euch ja hier noch austoben, ne? Hier vorne können wir ja mal ein Dings hinsetzen. Oder ne. Lampe. Na, Rundumlicht. Aber wir setzen uns hier mal das Michelin-Männchen hin. Ich glaube, das geht auch. Das Original-Michelin-Männchen geht auch. Vom Michelin-Paket. So, und dann könnt ihr hier noch diverse... Ja, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel na, den Korb nicht nimmt, sondern die oben die obere Halterung nimmt, dann könnt ihr da noch diverse Lampen dran basteln. Was nehmen wir denn hier für... Genau. Nee, genau andersrum. So. Ja, dann könnt ihr hier noch eine Rundumleuchte hin platzieren. Wo ist das jetzt hier? Lampenbügel, genau. Oder wie ihr entscheidet euch halt für so einen normalen Lampenbügel, dann können wir hier die nämlich wieder wegnehmen. Habt ihr natürlich nur weniger, Platziermöglichkeiten, aber ich glaube, hier ist noch einer. Wo man dann auch, genau, wo man dann auch die. Genau, hier die Rohr. Die Tröten. Anbringen kann. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns mal für das Körbchen, weil dann ist es nämlich originaler. Zack, so. Da die Tröte hin. Vorne Michelin-Männchen. Nehmen wir Michelin-Männchen. Monsieur Biebendum. Okay. Naja, wie auch immer dieses Männchen heißt. So. Dann könnt ihr hier drauf, glaube ich, hier hinten, genau, hier hinten könnt ihr auch noch gestalten. Ne? Einmal Solo-Auspuff oder Doppelrohr. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob mit Fenster oder ohne Fenster.
Dann noch diverse Anbauteile hier. Hier für die Schläuche. Dann könnt ihr hier noch auswählen, ob ja, oldschool mäßig oder nicht oldschool. Oldschool sind aber nur eher die Lampen gemeint. Und damit werden wir dann auch mal oldschool nehmen. So, dann haben wir hier noch drei kleine Flecken. Ja, könnt ihr könnt hier auswählen, ob Stock Color oder Toolbox. Oder einfach nur Painted. Ach, wir nehmen einfach mal hier Stock Color. Dann können wir hier noch aussuchen, ne, Stahlplatte. Und lackierten Rahmen. So. Dann gehen wir mal rein in den Innenraum. Hier haben wir auch noch diverse Möglichkeiten. Na, ihr habt hier das ganz normale Standard-Package hier. Diese Kabinen-Interior. Spielerei. Das brauchen wir ja alles nicht. So, dann könnt ihr hier oben, wie gesagt, noch. Und auch hier. Ach, warte mal, hier oben war glaube ich auch noch. Genau, das Funkgerät. Zack, CB-Radio. Ja, das hatten wir draußen. So, dann könnt ihr auch hier von Mighty Griffin die Vorhänge ranhängen. Könnt hier noch ein kleines Accessoire ranhängen. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr hier noch eure diversen Wimpels. Das ist hier alles. Nimmt da hier alles. Die ganzen diversen Wimpelze. Also die Standard-Wimpelze. Michelin, Schwarzmüller. Und halt hier diese Standard-Dinger hier. Wir können ja hier. Zack. Da noch Scania ranhängen. Oder andersrum. Wir machen das mal. Wir haben da bestimmt hier. Genau. So. King. So, und in der Mitte hier so ein Scania-Wimpel. So. Ja, hier in der Mitte könnt ihr dann auch noch auf dem Armaturenbrett könnt ihr auch noch diverse Sachen abstellen. Hier hinten könnt ihr auch noch. Ja. Hier habt ihr noch sogar noch drei Auswahlmöglichkeiten in der Mitte. So, wenn wir mal hier unsere Scania V8-Tasse hinsetzen. Und was setzen wir denn da in der Mitte hin? Dann setzen wir da mal. Ach, guck mal, die Figuren vom Piratenpaket nimmt, aber die Flaggen nimmt er nicht. Oh, gut, okay. Und jetzt war das Michelin-Männchen ein. Und ja, das war's, würde ich sagen. So. Dann wollen wir ihn mal kaufen. Und wo bringen wir ihn denn hin? Wo sind wir denn hier? Eindhoven. Brüssel. Lille. Genau. Lass ihn mal nach Lille bringen. So. Dann wollen wir mal zu unserem Garagenmanager hingehen. ABCDL, Lil, da ist er, so. Einsteigen, jawohl. Ja, ihr könnt ja dann auch mal dann unter den Kommentaren schreiben. Achso, wir hätten mal an den Felgen noch was machen sollen. Stimmt ja, der nimmt ja auch die ganzen Michelin-Pakete und alles. Naja, machen wir dann gleich noch. Und zwar, ja, ihr könnt ja in den Kommentaren runterschreiben, ob wir damit auf Tour gehen wollen oder nicht. So, wo wollte ich denn jetzt? Achso, ja, wir sind hier fertig. Wir müssten jetzt eigentlich auch in Lille sein oder sind wir wieder in Paris? Komischerweise stellt ihr immer alles nach Paris ab. Okay. Dann nach Lille. Firmenmanager, Garagenmanager, da bist du. Da ist. War ja klar, dass wenn ich arbeite, meine Katzen rumspielen. Rumspinnen. So. Da sind wir. In Lille. Dann wollen wir mal anschmeißen. Und wir sollten mal das noch mit den Rädern ändern, Felgen ändern, schnell noch in der Werkstatt. Klingt tut ja schon mal sehr gut. Dann wollen wir doch mal reingehen.
Ja, siehst du, die Werkstatt ist ja gleich hier drüben. Warum ist das jetzt so leise hier? Vielleicht auch mein Kopf voran oder ich habe das Spiel leiser gemacht, weil wegen Livestream und. Na, sag mal, bleib, wartest du mal, du Kollege oder was? Ayo, unmöglich. Also, ich finde den ja schon mal genial, ne? Den alten Scania, der ist aber richtig geil. Achso, wir können ja noch ein ganzes Stück vorfahren. Dann werden wir dem noch das Navi verpassen, würde ich sagen, wa? Und noch andere Felgen, weil, wie gesagt, er nimmt ja auch die Michelin-Reifen. Na, Junge, was ist los? Warum hältst du hier mit auf der Straße an jetzt? Fein, Junge! Gibt's doch wohl nicht. So. Na komm, fahr. So, dann wollen wir mal schnell noch den Fehler beheben hier. Mit den Felgen und den Reifen. Nämlich auch diese Schofa. So, dann haben wir hier die schönen schicken Michelin-Reifen. Ich sag immer Michelin. Michelin. Michelin lernt endlich Lumpi. Genau. Gucken, dass wir von vorne und auch dieselben kriegen. Sollten die sein oder gibt es hier noch andere? Gibt noch etwas andere? Ui, ui, ui. Sehen ein bisschen merkwürdig aus. Dann sind das die hier. Ne, die sind das nicht. Dann müssen das die hier sein. So. X-Line, X-Line. Gut, alles klar. So. So, dann können wir die Felgen hier nämlich auch noch farblich anpassen. Das nimmt er nämlich auch. Kennen hier auch. Genau. Oder wir passen die auch hier farblich an. Und in schwarz. Dann können wir hier noch, wie gesagt, ihr habt da die Standardschrauben. Dann haben wir hier noch. Ah, hier Standard. Ich glaube, die bringt der LKW selber mit. Wir nehmen die, machen die schwarz. So, dann passt das auch. Nehmen wir die hier hinten auch noch. Achso, wenn ich die Originale. Okay, da haut das mit den Schrauben nicht ganz hin. So, jetzt aber. Zack. Die machen wir auch schwarz. So. Vor eigentlich steht es schon schwarz. Dann die Rohfelge rot machen. Genau. Passt dann halbwegs zum LKW. Dann nehmen wir. Oh, wir haben noch eine Paint. Ach so, für hinten gibt es eine lackierbare. Okay. Aber auch schwarz. Sieht aber ein bisschen merkwürdig aus, also nehmen wir hier mal die Originale. So. Okay. So, das war's erstmal. Ja, Sound hat einen typischen V8 da drin. Stopp, oh ja, wir werden ja den hier die Ausstellungsstücke fahren. So. Wie gesagt, das ist er nun, der Mod. Aber der Geruch verzählt, dass er vorne das Kennzeichen von World of Trucks drin hat und hinten das Original Litauische. Aber egal, soll uns nicht weiter stören. Wie gesagt, das ist er nun, der Scania Serie 1, der 111 war, 111 und 140 oder 110, 140. Und wie gesagt,
Ne, ihr könnt gerne in die Kommentare runterschreiben, ob ihr den auch gerne mal in Aktion erleben möchtet. Also sprich, ob wir damit auf Tour gehen sollen. Ja, und ansonsten, ich sag mal, Tschüssikowski, bye bye, euer Lumpi. Achso, Link ist dann natürlich unten in der Videobeschreibung, ist ja klar, ne? Okay, ciao.